Hey Leute und herzlich willkommen. Och, ich hab Poker gemacht. Och, Digga. Tut mir leid. Mann, ich hab alles mein Zuckerrohr gewastet. Jetzt hab ich scheiß Zuckerwürfel, ey. Och, Mann. Ich hab 20 Zuckerrohr. Ja, Junge. Hey Leute und. Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Valhalla auf unseren Kanälen. Ich hätte gerade fast gesagt, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mineking auf meinem Kanal. Also Minecraft, hey, Mineking, ja, irgendwie so, weiß ich nicht warum. Mineking, let's go. Egal. Na, bestes gut, Format, EU-West. In der letzten Folge haben wir die ganze Zeit gesucht nach unserem Dorf. Wir können Level 30 für Zauberung machen. Tut mir leid, dass ich dich schon wieder unterbreche. Ich bin Level 30 sogar. Hast du noch drei Dorn Bücher? Was Vollständigkeitshaber. Ich glaube ich, relativ Alter. Viele Bücher. Ich habe noch 9 Bücher im Inventar und 7 Blätter. Okay, kannst du mir die mal geben? Aber was willst du mit Büchern? Ja, nur 3. Weil ich brauche noch ein Bücherregal. 5 irgendwie. Okay, Digga. Damit es cooler aussieht, oder was? Ja. Mehrfachschuss, Effizienz. Na gut, ich würde sagen, wir machen uns dann gleich sogar schon ready, damit wir losziehen können und heute die Kohle verkaufen können. Morgen. Wir haben jetzt mittlerweile 2 Stacks und 49 Kohleblöcke gefarmt. Da hier oben ist das andere. Knochenmehl. Oh geil. Knochen habe ich ganz viele. Oh. Wir haben auch 43 Drachenknochen und 48 normale Knochen. Moin. Leder haben wir auch noch. Und wir haben noch 11 Smaragde. Okay. Aktuell. Diesen Baum, der hier direkt beim Weg ist. Digga, ich hab echt keinen Platz im Inventar und meine Kisten sind alle voll. Oh. Ich hab doch hier vorne noch eine Kiste. Ja, ich schuhe jetzt einmal hier alles rein. Okay, dieser Baum hier muss aber stehen bleiben, ne, weil der ist. Ja. Was ist mit dem? Der geht hier durch in den Boden und ist dann hier unten ein Teil der Wand. Ah, okay. Was gibt's denn? Hobby-Architekt hier am Werk. Oder so. Ach scheiße, wir haben jetzt immer noch keine Kuh, ne? Ich bin jetzt in der letzten Folge auf Kuhsuche gegangen, aber ich... Ach komm, scheiß auf die Kuh, Alter. Lass uns jetzt erstmal in das Dorf kommen. Aber... Mann. Ja, aber ich bin... Ich habe einen Hausmix genommen. Egal. Von diesen So, Elfen. Ich habe jetzt was zu essen. Lass uns zum Dorf rennen. Okay. Komm mit. Folgt mir, Kamerad. Was? Folgt mir ins Glück. Okay, Digga. Ich nehme jetzt verrottetes Fleisch mit. Davon hab Stimmt, ich hab gar kein Essen. Okay, los geht's. Hey, hier ist ein Pillager. Neben unserem Haus. Oh. Ich hau die einfach alle Worte hinweg. Du kannst das. Oh, ich hab eine Blaubeere bekommen. Geil. Oh, geil. Cool. Ich höre hier noch welche, aber ich sehe keine mehr. Scheiß mal auf diese Pillager. Autsch. Ah, hier ist einer. Okay, weißt du jetzt, wo es durchgeht zum Dorf? Dann. Ja, ja, warte, ich komm hoch. Ah, jetzt habe ich wieder so einen Banner bekommen. Oh. Wie ich die. Ach. Aber bitte lass dein Pferd hier. Ja, ja. Weil sitzen bin ich zu langsam. Ich tu kurz den Banner hier hinhängen an mein Haus. Mach du das? So. Und jetzt. Ich verlauf mich schon mal. Ich bin noch an den Häusern. Nein, wir müssen halt in eine bestimmte Richtung. Deswegen, ich würde direkt darauf zulaufen, eigentlich gerne. Oder irgendwie so ein komisches Fabelwesen auf jeden Fall. Wo bist du? Hä? Da drüben auch? Nee. Digga. Du sollst einfach. Das ist eine Schlange mit drei Kopf. Laufen. Hä? Bin ich doch. Und ich bin gefühlt falsch gelaufen. Ich muss jetzt mal kurz nach den Koordinaten gucken, ja. Kannst du mir die einfach geben? Was passiert, wenn ich mich denen nähere? Die bringen dich um. Bist du sicher? Ja. Oh ja, oh mein Gott, die Dings sind Gift. Oh mein Gott, Hilfe. Das war dumm. Ich sterbe sowas von, oh mein Gott. Das Problem ist, ich habe gar nichts zu essen.
Warte mal, jetzt muss ich kurz überlegen. Ich suche kurz die Koordinaten raus, suche ein paar Schütze ich mal kurz. Okay. Galerie, Screenshot, Screen. Ach nee, warte mal, hier habe ich über Minecraft gemacht. Windows, R, App, Data, Prozent, Minecraft, Screenshots. Letzter Screenshot. Hier, Dorf. Dorf. Zack, rüber. Bumm. Koordinaten sind folgende: 598. Ja. Und minus 1045. Nee, warte mal, gar nicht. Minus 2310. Sorry. Okay, ich hab dir die mal geschrieben. Alter, das ist ja aber ziemlich weit weg. Boah, das geht eigentlich voll. Ich hab da das Dorf gefunden. Hallo. Aber ich bin beim Falschen. Ich bin erstmal bei dem Ersten. Oh, ich hab den Überfall hier gestartet. Ach, nee. Fuck. Kommst du zu dem anderen Dorf? Wo ist das andere Dorf, ist die Frage. Koordinaten, notier sie dir schnell. 575. Ganz ruhig, Digga. Okay, jetzt. 575. Ja. Minus 1723. Okay. Oh ja, sie kommen hier alle. Ja, dann komme ich mal zurück, ne? Oh, da steht ein Creeper! Oh. Ja, das tut mir leid. Ist Nacht. Ja, ich hab's gerade. Alter, die mit der Axt machen übel viel Damage. Ach, scheiße, die hatten ja Äxte. Eisenäxte. Das einzige Problem ist. Stimmt, die droppen ja auch manchmal Axt und so. Ja, ja. Aber ich hab kein Essen. Ich regge nicht, ich hab kein Essen. Ja, sind wir schon zwei. Ich bin kurz davor, hier gerade alles aufgemacht. Ich hab ihn. Oh. Wow. Ich bin kurz davor, hier alles abzufackeln, Alter. Ja, mach einfach. Ja, weil ich hab kein Feuerzeug. Ach so. Ja, weil der Wald ist halt echt ätzend. Digga, wo ist der? Ich hab keinen Bock mehr. Jetzt sind 12er schon rumgerannt und hab gesucht. Der chillt wieder safe irgendwo am Arsch der Welt, Alter. Hat sich einfach geprankt. Weiß nicht, du hast dieses Feld Blinde an, da siehst du doch das Ding ganz. Dann müsstest du doch sehen, von wo du irgendwo mal ein Geräusch. Vor allem für Blinde, Alter. für Taube meine ich natürlich. Für eine Taube. Ihre. Hä, ich bin der Meinung, ich hätte den hier gerade gehört. Hier sind zwei Villager. Nichtsnutz. Und noch Nichtsnutz. Cool. Der Typ könnte natürlich auch hier unten sein. Ich habe aber keine Fackel. Der Typ kann dann einfach überall sein. Hier ist eine verdammte Höhle. Am Rand vom Dorf. Aber die hört ja eigentlich auch. Die machen ja auch Geräusche. Ja. Ah, ich hab ihn! Eine nächste Welle. Lee, Bruder. Ist ja wie in GTA, ne?
aus den einen Dorfbewohner auch platt gemacht. Unheilvolles Horn, er schallt. Jetzt höre ich nochmal. Von wo kommen die dieses Mal? Keine Ahnung. Siehst du sie schon? Nee. Ah, ich bin bei dir. Hier Acht unten. Sind da welche. Hallo. Oh. Alter. Der ist tot. Ja, hier sind sie, sie sind von hier links gekommen. Okay. Lass unsere Dorfbewohner in Ruhe. Alter, da ist irgendwas kaputt gegangen. Wo sind die, hä? Ah, hier, lol. Hier waren sie. Ah, so, ich habe alle. Ich brauch einen. Die droppen auch gut Smaragde, also. Hast du Smaragde schon bekommen? Ja, ich habe schon zwei bekommen. Moin. Ah ja, ich hör's. Es kommt von hier. Ich habe ein Headset auf. Vorteile für uns. Ja, sie sind hier. Nee. Oh, da ist jetzt ein Büffeltier. Hä, wo bist du denn? Hier rechts. Dort rechts von uns. Also unten. Links. Was bist du? Oh Gott, hier rennt einer. Wow. Lol. Ich renne gerade mal zu dem Riesen. Hä, hey, wo sind die? Oh ja, hier ist es. Hä? Was ist mit dir? Alter, ich habe das Ding so geplättert. Ich habe einen Sattel bekommen. Oh, wir haben die da alle. Oh, die geben auch noch gut Level, ey. Werfen. Weiße Wolle, graue Wolle, zwei Bruchsteine, weg damit. Alter. Alles ist entspannt, das können wir als Folge nehmen. Ja, und tatsächlich. Gerade von vor uns dort. Aua. Aua, aua, aua. Von hier ist das Horn. Nicht von hier hinten? Wie ist denn schon wieder, hä? Weiß ich nicht, ich suche Leute. Ich auch. Hä? Ah ja, hier sind sie. Das hier war einer. Autsch. Bist du auch hier? Ja, hier oben ist eine Hexe, ich höre sie. Ja, aber eine Hexe, was bringt uns eine Hexe? Eine Hexe ist auch da dabei manchmal. Aha, okay. In den nachfolgenden Wellen. Ja, ja, die werfen sich einfach ab. Alter, die Hexe One-Hit weggekrittet, nochmal One-Hit. Der eine ist gerade runtergesprungen von den Button. Oh, da ist wirklich eine. Tot. Und da ist wirklich eine Hexe. Da waren zwei. Aber Leute, die Hexe haben mir Regeneration gegeben. Ist auch dumm. Echt jetzt? Ja, ja. Hä? Ehre, Alter. Zwei Leute sind noch übrig irgendwo. Ah, ich höre sie. Ich habe gehört, wie sie Fallschaden bekommen haben. Natürlich. Wie, wo ist denn der? Ich höre, wie der hier irgendwo runterkachelt. Da ist er, ne? Der ist tot. Ehre, die hat mir Direktheilung, die Regeneration gegeben. Digga, wo ist denn der letzte? Nicht schon wieder. Hier unten irgendwo. Könnte sein, dass ich ihn sehe. Was bist du da unten, lol? Ja, ich hab ihn. Okay, chillig. Überfall. Wie viele Wellen gibt's da denn? Weiß ich nicht. Es kommen auf jeden Fall dann die Magier. Und die Magier tun so Dinge zaubern. Ah ja, die sind die scheiße. Halt die Totems. Machen vor allem gut Damage. Ja. Die Stimme ertönt schon wieder von hier hinten. Check's nicht. Digga. Bei dir vorne. Oh lol, hier kommen die alle den Berg runter. Hier ist ein Magier. Der ist tot. Okay. Ich habe einen Toten der Unsterblichkeit. Cool. Aber die Plagegeister müssen wir unbedingt töten. Ah ja, ich höre so ein Vieh hier. Oh, das reitet einer. Ja, ja. Digga. Dieser Plagegeist lebt einfach immer noch. Achtung, oh Gott. Wow. Lol, wir beide so gesprungen sind. Oh, da waren Kampfmarkte raus. Ich oh ja, da auch. Hinterher, ihr, der hier wegrennt. Tot. Ah, ich hab da hinten noch ein Rennen sehen gerade. Da ist ein Magier. Oh, der ist Alter, tot. Das war kein Magier. Du hast mich geschlagen, ich habe Hälfte Leben. Ach so. Ah, ich sehe hier vorne noch einen.
Hast du auch einen Toten der Unsterblichkeit? Nee, da oben kommen vom Berg kommen noch ganz viele, lol. War gerade nur ein Magier dabei. Da sind noch richtig viele bei mir. Tot. Da oben ist noch einer. Geh mal kurz auf den Berg. Ja, der kommt runter. Ah ne, das ist eine Hexe wieder. Ja, und? Wo ist die? Dumm, aua. Jetzt hätte ich einfach voll den Trank in die Fresse geklatscht. Ja, ehrenlos. Bäman. Einer lebt noch, ich höre den hier vorne vor mir angegriffen. Ah ja, hier. Der hat auch schon wieder irgendwelche Effekte sich reingezogen von der Hexe. Jetzt ist er weg. Mann. Dorf ja, hält? Das war's schon. Ja, war ja voll chillig. Ältes Dorf ist, was bringt uns das? Oh Gott, ich sterbe. Na, wir können bei Villagern jetzt billiger handeln. Hä, das ist ja voll geil. Ja, aber ich glaube nicht in jedem Dorf, oder? Hör, jetzt kommen die zu mir. Och nee, verpiss dich. Lass uns in unser Dorf schnell weiterrennen. Ja. Du bist halt unbedingt weiter. Ja, Held des Dorfes, so unendlich. Wir müssen ganz schnell in das andere Dorf kommen. Unendlich. Das merken wir dann auch noch. Ja, du hast keine Zeit, ja. Die abläuft bei dem Ding jetzt. Weißt du, wo es rangeht? Ja. Wo bist du? Es geht Richtung Norden. Wo ist Norden? Das ist das einzige Ding, was ich kenne. Wohin kam ich von Norden? Jetzt gehe ich nach Norden. Wir leben im Norden. Alles ist Norden. Was für Nord, Ost, Südwest ist alles Nord, 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 Nord. Genau. Da vorne, ich sehe es leuchten. Da vorne brennt's. Das ist das Dorf. Ich habe ein halbes Herz. Ah nee, ein ganzes. Was? Hast du nur ein halbes Herz? Ein Herz habe ich. Oh, es ist entspannt wieder hier zu sein. Es ist wie so ein Zuhause hier, ne? Ja, irgendwie schon. So viele. Für die Villager. Hier. Fischer. Fischer? Kannst du mal aufhören mit dem zu handeln? Achso. Hier sind zwei Fischer. Oh, das ist der, den wir schon gelevelt haben. Aber den habe ich den Effekt nicht. Oder hast du den Effekt bei dem? Ja. Oh ja, gib mir Kohle, gib mir Kohle. Warte, ich mach selber. Wo bist du? Nein, gib mir Kohle. Ich handle. Oh, ich hab... Wow, zwei Kohle. Oh, sorry, ich hab mein Inventar voll. Ich tu jetzt mal einfach hier alles handeln, was ich habe. Ach, er handelt nicht mehr, er macht gerade Stopp, Pause. Der ist auch fast... Also, er müsste jetzt auch bald upgegradet werden. Also, der verhandelt das gerade nicht mehr. Tja, was ist das für Musik? Können wir kurz schlafen gehen? Ja, bitte. Vielleicht kann er lernen wieder. Ich schlafe erstmal. Ich komm mal kurz im Bett. Ich höre die ganze Zeit die Villager immer nur. Ja, ja. Machen die bei dir auch so dumme Sounds? Hier ist noch eine ungelootete Kiste, Lul. Hier sind noch Brote drin einfach. Hä? Hier ist kein Bett mehr drin? Ach, das ist die Schmiede. Hier ist Eisen und... Ja, jetzt schlafe einfach, Alter. Ich will pennen. Ja, ich habe ein Bett gesucht. Da ist ein Bett. Also. So. Wo ist denn der Händler jetzt? Ich bin dumm. Bei mir. Er stand bei literally dir. Auf meinem Bett, aber er will nicht mehr handeln. Immer noch nicht. Nee, nee. Wann willst du denn wieder? Wir haben jetzt 19 aktuell. Meinst du, es gibt noch mehr von denen? Ich weiß nicht, wir können ja mal noch suchen hier. Ich such mal noch mehr. Gibt hier bestimmt noch andere. Ich baue die kurz ein, dass wir die nicht wiederfinden. Hier also, will hier noch einer. Hier wird einer noch Kohle bei mir. 11 Kohle für 1 Smaragd. 11? Ja. Warte mal, wie viel hat denn der andere jetzt gekostet hier? Ich habe die erstmal eingebaut. Der hier wollte 10 oder 6. Das ist übel komisch. Das ist ein bisschen verbuggt, die Anzeige. Ich komme erstmal zu dir. Wo bist du? Hier bei mir. Da vorne. Ich bin. Wo bist du? Hier bei mir. Ich habe mir eine leere Karte gegeben. Der kostet bei mir auch 15. Ach so, nee, doch, Sonderangebot 11, oder? Ja, ja. Könnte sein, keine Ahnung, ich kann keine Mathe. Perfekt. Wie du mir die Level klauen willst, du Geier. Ja, Level 20. Ich bin Level 34. Ja. Und der will auch nicht mehr. Aber jetzt 35, Alter. Wie viel ist 35 Smaragd, ne? Ja, und wir haben immer noch 2 Stacks Kohle. Blöcke. Ja, moin.
Money rain. So lässt es sich leben. Fischer. Kann er nicht suchen. Der will immer noch nicht wieder handeln. Ach, bei dem zahle ich 6 anstatt 10. Wahrscheinlich, weil ich so viel gekauft habe. Aber ist auch egal. Könntest du uns leisten. True. Such mal noch mehr Villager. Ich baue die jetzt einfach alle ein, die wir als Fischer haben. Da vorne läuft noch einer. Hier läuft auch einer. Ach, das war ein Grobschmied. Deswegen kostet das bei dem auch anders. Kartograf. Ach, das war der, bei dem du warst. Ja, da haben wir irgendwie einfach eine Karte gedroppt. Der will Kartoffeln. Was rennt hier jetzt rum? Ach, du bist der Grobschmied, ne? Ja, genau. Bei dem könnten wir... drei Eisenbarren in der Schmiede waren noch mehr. Warte, ich plündere kurz den seine Kiste und danach gebe ich ihm das, so ein Trottel. So, Kiste geplündert und jetzt gebe ich dir Eisen für Dingens. Boah, ich bin einfach krass, Alter. Hier sind noch 3 Eisenschaufeln und 2 Eisenspitzhacken, wenn du eine brauchst. Ich habe halt meine krasse Spitzhacke. Nicht so hart flexen, ne? Ich finde es auf jeden Fall praktisch, dass wir nur ein Totem haben. Ja, also ich bin zufrieden, ich bin bedient. Aber du stirbst auch die ganze Zeit, also. Ja, ist stimmt. Also es ist schon passend aufgeteilt. Oder ich habe auch ein Totem und bin aber nur zu doof, es zu sehen. Wie sehen die Dinger denn aus? Ja, wie so ein, also bei mir jetzt, bei meinem Tech-Spec sehen die wie so ein Teddy aus, wie so eine Stoffpuppe halt. Ich glaube, ich den Bärenleder, Alter. Den habe ich nicht. Bauern brauchen wir nicht, sondern hier dich brauche ich, oder? Ne, du bist nichts nutz. Scheiß nichts nutz. Warte mal, gibt's hier nicht irgendwo Fässer? Wenn man die nicht, kann man denen nicht die Jobs so quasi damit geben, wenn man die daneben platziert oder doch. So? Handelt ihr jetzt wieder? Hä, das eine ist jetzt nichts nutz. Perfekt. Okay, ich muss sie unbedingt freilassen, ansonsten tun die mir hier keine Jobs mehr nehmen. Keine Drips. So. Verlieren den krassen Drip. Ich brauche ein Fischer-Ding. Fichtenboden? Fichtenboden, Holz, halt, Tür. Ich brauche ein Fass. Oder weißt du zufällig, wie man Fässer craftet? Ja, mit Slabs und normalem Holz halt. Hier, kannst du da mal eins craften oder so und dann neben die Nichtsnutze stellen? Okay. Ich hab noch 2, glaube ich. Ja, ich hab noch 2. Hast du dir auch eingezäunt? Nee, ich hab die. Ich hab auch die anderen freigelassen, weil das also zum problematisch geworden wäre. Weil der eine hat einfach seinen Job verloren. Okay, Digga, chillig. Hier ist nichts sonst bei mir. Okay. Ja, ist Fischer geworden. Ach nope. Scheiße, er handelt das Falsche. Bau's nochmal ab. Okay. Ist jetzt wieder nichts nutzt? Ja, baue nochmal hin. Fischer. Ja, er handelt Kohle. Ein voll billig. So ein Dummi. Mein Level. Ja. Und er handelt schon wieder nicht mehr. Aber er ist ein Level aufgestiegen, genauso wie ich. Abbauen und wieder hinsetzen. Nee, da bleibt Fischer, weil wir mit dem gehandelt haben. Ach, stimmt. Dann suchen noch mehr Nichtsnutzer. Okay. Oder ich mir einfach das Fass. Ja, kannst du auch eins haben, warte. Wo ist es denn? Ah, hier unten. Ja, hier hinten chillt einfach so ein Fischer. Warte, na, du warst Bauer, ne? Bauer und hohes Gras? Was? Nichts. Was? Fischer! Ja, er handelt Kohle! Perfekt. Oh. Ich habe jetzt über einen Stack schon. Ah, er handelt auch nicht mehr. So, dann jetzt gleich mal gucken. Aber dieser andere Plan, Alter, wir ziehen die einfach komplett ab. Ja, ist so. Oh, der Grobschmied habe ich gerade gehört hier. Ah, er handelt wieder. Das heißt, der andere handelt wahrscheinlich auch wieder. Ich tue kurz erstmal meine ganzen Müll hier in die Kiste. So, das brauche ich hier nicht. Brauche ich nicht. So, jetzt muss ich erstmal wieder Kohleblöcke zu Kohle umwandeln. So, ein Stack, 2 Stacks, 3 Stacks Kohle erstmal wieder.
Deswegen handle ich auch bei den teuren, weil die halt ist eigentlich relativ egal für uns. Und der handelt auch nicht mehr. Oh mein Gott, hier sind so viele Eisenschaufeln drin, was? Ja, die waren aber schon drin. Alles klar, nehme ich mit. Hast du schon Smaragde auch gehandelt? Nee. Noch nicht. Aber hast du Smaragde generell? Ja, 4. Ich könnte mir so schöne Stiefel machen. Ja, also kannst du die theoretisch auch gönnen, aber erst wenn die zu Hause sind. Ich behalte erstmal meine Stiefel so lange, bis ich Dingens habe. Heißt das? Bis ich auch Federfall 4 auf den anderen habe. Würde ich auch hier machen. Ist ein Bauer, ne? Ja, du handelst eh nur Scheiße. Wo ist der Komposter hier abgebaut? Jetzt bist du nichtsnutz. Nun, und jetzt stelle ich dir hier ein Fass und jetzt bist du Fischer, oder? Ja, schön. Ah, du handelst nur Kacke. Dann baust du wieder ab und setzt wieder hin. Jetzt habe ich den Dingens hier aufgesammelt, den Dingens hier, scheiß. Ah, weg damit. So. Das ist auch wert wieder Fischer. So, Fischer. Ah, er handelt Kohle, was ein Zufall. Mal kurz wieder hier Kohleblöcke zu Dingens machen. Zu Kohle. So, der hat auch wieder fertig gehandelt. Abbauen. Bleibt ja auch Fischer. So, ich habe jetzt insgesamt aktuell 1 Deck und 36. Hier ist ein Bauer. Wieso bist du Bauer? Hier ist kein Ding jetzt mehr in der Nähe. Ach doch, hier. Bau immer schön diese Dinge ab, den Job geben, den Bauern. Ja. Ah, hier liegt, glaube ich, sogar schon eins. Ja, das hast du schon abgebaut, den Komposter. Ja, das Ding ist, wenn du einmal mit denen gehandelt hast, dann behalten die deren Job. Ja, hier Kürbiskuchen. Was? Hier lag gerade Kürbiskuchen. Okay. Ich habe einen Kürbiskuchen. Hier vorne sind übel viele Villager. Ihr müsst doch jetzt langsam mal wieder handeln. Hier, ja. Oha, der handelt jetzt einmal eine Diamanthacke. Hake für 1 Smaragd. Ich glaube, der Chromschmied lohnt sich, den auch abzugraden. Weil der kann ja echt krasse Sachen dann droppen. So, der handelt jetzt auch schon wieder nicht mehr. Wir haben jetzt 1 Deck und 52. Der hier handelt noch nicht wieder. Der hier handelt gar nichts. Und der handelt auch nichts. Ne? Ach komm, weißt du, was ich mache? Was hat denn der jetzt gerade durch die Gegend geworfen, der Grobschmied? Wir haben mir einen Kabeljau geschenkt. Ehrenmann. Der hat mir eine Steinhacke geschenkt. Weg damit. Ich kaufe jetzt eine Diamanthacke. Das ist nur unnötig, Alter. Schau. Ja, die kostet nur einen und guck mal, die hält ewig. Hier, schau. Jetzt hast du eine Diamantsense. Oh. Ich glaube, deine Mutter war voll. Ich hab keinen Platz, ja. Was für... Also ich meine, für 1 Smaragd, der macht's jetzt auch nicht mehr okay. Fett. Oder wie lange hast du noch? Wie viel Kohle hast du eigentlich noch? Ich hab noch ein Stack Blöcke und noch ein Stack normale Kohle. Okay. Ja, das Ding ist, ich muss jetzt dann aber auch auf, ist das Ding. Muss auf, schon. Arsch. Ja, aber ich muss noch schneiden, Digga. Ich muss. Ach so, ja, mach ich dann auch noch. Ich dachte, das machst du auf Arbeit. Schön, ja, ich würde gerne die Kohle noch verhandeln. Okay, die schlafen jetzt alle. Lass uns kurz schlafen gehen. Okay. Hier oben irgendwo ein Bett. Hallo. Was machst du denn, Alter? So unwichtig. Ja, doch, aber ich suche hier trotzdem Asyl irgendwie bei dem hier. Dann gehe ich hier oben in das Haus. Jo, ich bin mittlerweile auf Level 37, also das gibt auch gut Level. Ja, ist so. Das ist sehr praktisch. So, nächster Tag, ihr wollt bestimmt alle wieder handeln, geht an die Arbeit, Leute. Oh, nee, Alter, das tut mir leid, ist ja sauer. Nee, das ist der Kartograf, der juckt uns nicht. Ja, ja, Digga, kann mal passieren. Okay, der handelt noch nicht. Ich höre diese die ganze Zeit nur so. Diese Sounds machen so aggressiv. Ach komm, ich hole mir jetzt auch noch ein so ein Ding hier. Zack. Da oben sind noch 2 Fischer. Ah ne, nur ein Fischer. Aber der handelt auch noch nicht. Der Grobschmied tut auch bald wieder handeln. Also der tut bald wieder upgraden. Okay.
Eigentlich müssten wir ja einen von denen mitnehmen, ne? Aber ich weiß nicht, ob der bei uns den Job behalten würde. Das ist das Problem. Eigentlich schon. Naja. Ist das der Grobschmied aus dem Haus? Ist das ein anderer? Hier sind die Türen offen, das war der. Wo sind die anderen hin? Hier sind übel wenig nur noch. Ach, hier, die stehen wieder in der Ecke. Der will auch noch nicht wieder. Oder die wollen alle nicht traden. Naja, gut, wenn du gerade 3-6 Kohleblöcke genommen hast. 2-6 meine ich, sorry. Und dann wird dir noch mehr Kohle aufgezwängt und eigentlich wirst du komplett abgezockt, also. Doch, so manche konnten übel schnell wieder handeln, manche auch irgendwie nicht. Ich glaub. Was bist du? Du bist der Grobschmied. Der ist halt fast am Upgraden, ne? Digga, was ist mit euch? Mein King? Was? Ja, ich habe mein Eisen schon vertradet. Ah. Ach, weißt du was? Wow. Gesundheit. Danke. Ich habe jetzt kurz was zu essen hier gekauft. Bei dem einen Bauer. Oh Gott, hab ich mir aber Brote gekauft. Da kosten 6 Brote, 1 Smaragd. Jawohl. Ich sehe mal, wie viele Smaragde hast du denn? Ich habe jetzt noch aktuell 1 Stack und 46. Ja, das reicht doch. Oh, der kann wieder handeln, cool. Jetzt habe ich 1 Stack 52 und jetzt muss ich erstmal neue Kohle mir machen. Hier. Zack, oh, mein Inventar ist voll. Hilfe, ich habe auch 6. Kohle gedroppt. Ich mache mir jetzt einfach eine Hose. So, der Grobschmied hat jetzt wieder getradet und der levelt jetzt ab. Ja, der ist schon wieder ab. Der ist jetzt Experte. Ein Diamant gegen 1 Smaragd. Eine Diamantschaufel mit Glück 1 für 6 Dinger. Was? 6 Dinger? Na, Emeralds. Ach so. Eine Diamantschaufel. Ich meine, gut, wir können jetzt eine Emeraldschaufel machen. Ja. Stimmt schon. So, ich tue jetzt nochmal hier drüben den Händler abklappern und dann mal gucken. Der Grobschmied kann übel schnell wieder handeln. Die Bauer, die Fischer brauchen irgendwie ein bisschen. Aber ich habe auch keinen Nichtsnutz mehr gefunden. Hier ist ein Fischer. Ah, der handelt nicht. Gerade. So, hier oben sind die ganzen zerstörten Häuser. Wo die Häuser sind überall zerstört. Leute. Naja. Umgelaufen. Der Kato. Warte mal, der Kato Kraft, bei dem haben wir doch nicht getradet. Nee. Haben wir nicht. Baut jetzt den seinen scheiß Kartentisch ab. Jetzt ist er nichts nutz. Oh, wir sind zu los. Ah, das sind Bretter. Warte mal, wo ist denn das Fass hier? Fass. Wer zum Fischer? Ja, schön. Oh, kacke. Du bist der falsche Fischer. Der falsche Fischer. Du bist schon wieder der falsche Fischer. Nichts nutz. Fischer, ja, Kohle, let's go. Und er ist abgegradet auf nächstes Level. Und handelt gerade nicht mehr. Wir haben jetzt. Das ist ein Next Level Shit. Er hat jetzt 2 Stacks und 16 erstmal. Ja, und haben noch immer noch einen halben Stack Kohleblöcke. Was wollen wir mit Sache ist halt so, ich will hier nicht demnächst wieder hinrennen, ne? Deswegen. Ja. Will ich gerne die Kohle hier komplett verhandeln jetzt. Weil wir finden ja immer relativ schnell wieder und wir haben die Glücksspitzhacke deswegen. Außerdem müssen wir uns da keine Sorgen machen, dass wir mit den Sachen kämpfen und so, weil wir sie einfach reparieren können. Ja, das stimmt. Außerdem gibt es auch gut Level. Ich bin jetzt fast 10 Level durchs Handeln aufgestiegen. Ich auch. Hier ist noch ein Fischer. Obwohl ich nur so passiv gelevelt habe. Ah, okay. Absolut sinnlos, was der eine handelt. Chillig. Nee, der eine Fischer handelt so, dass wenn du dein rohen Kabel ja auch mit einem Smaragd, kriegst du den gebraten. Hier, der Grobschmied, da kannst du wieder handeln. Ja. Oh, geil. Vielleicht kann er sogar nochmal leveln. Warte, wo ist denn der? Ja, nee, Experte. Mehr als Experte geht, glaube ich nicht. Weiß ich nicht. Ach, der sieht jetzt auch anders aus. Guck mal, der hat jetzt unten irgendwie Smaragd in der Tasche. Ja, der ist jetzt rich wegen uns. Alter.
Also, nee, der kann noch aufsteigen. Also bei mir steht, dass er noch aufsteigen kann. Okay. Muss ich kurz neue Kohle machen? Warte kurz, ich tu kurz meinen Müll erstmal reinwerfen. Zack. Kohle, Kohle, Kohle. Hier ist wirklich die Level stehlen willst, Alter. Ich stelle mich immer zwischen euch, dann bekomme ich auch noch Level ab. Okay, der kann jetzt erstmal nicht mehr handeln. Ich habe mir auch eine Diamanthake geholt und alles. Digga, wie viel Emeralds hast du jetzt? Ich habe jetzt 2 Stacks und 32. Ich glaube, wir sind Abstand das beste Team, was Emeralds angeht. Könnte sein. Wir haben halt aber auch diese Glücksspitzhacke und die saved einfach alles. Ja, ja, wir haben einfach Villager. Und du hier, kannst du jetzt wieder handeln? Nee. Ich glaube, ich gebe noch mal ein paar Emeralds aus für Brote, weil wir haben extreme Essensprobleme. Ich glaube, da kann man hier auch noch mal. Mhm. So, jetzt ist der auch abgegradet. Jetzt habe ich 1 Stack Brote. So, musst du erst Emerald-Platten machen. Ah, so. Ja, ja, klar. Ich meine, wer kauft denn für 1 Emerald ein Lagerfeuer? So, Lagerfeuer ist mit das Billigste, was man sich craften kann, Alter. Ja. Eigentlich würde ich gerne den Krobschmied weghauen, damit, wenn hier jemand kommt, dass er nicht bei dem handeln kann. Aber andererseits ist es auch so, wir brauchen den halt noch. Ich glaube, wir beenden dann die Folge, nachdem wir hier gehandelt haben, weil so können wir den dann mit dem Boot eskortieren. Das stimmt, in der nächsten Folge. Stimmt, das machen wir so. Weil dem. Wie viel Kohle hast du noch? Ich habe jetzt noch 49 und 1 Deck. Und noch irgendwie so 10 oder 20 Kohleblöcke. Ja, warte. Digga. Alles klar, Brudi. Ich finde aber irgendwie sind die Villager weniger geworden, oder? Ja, stimmt. Hier hinten rennt noch einer rum. Oh, ich habe einen Kürbiskuchen gedroppt. Ah, der handelt jetzt Kürbiskuchen. Okay, chillig. So, jetzt habe ich nochmal ein halbes der Kürbiskuchen gekauft. Ich finde halt, es lohnt sich so, weil wir haben aktuell erstens Probleme, da kann man auch mal so ein bisschen was ausgeben. An der Smart, die wir haben. Abgesehen davon können wir jederzeit neue Kohle verkaufen gehen. Ja, das stimmt. Ich bin fast Level 40, Alter. Alles klar, Digga. XP Farm. Siehst du irgendwo noch Villager? Die noch nicht gehandelt haben? Nee, noch nicht. Jo, Brote geben einfach also übel viele Hungerkeulen dazu, also das ist OP. Der hier, der kostet jetzt nur 7, der ist mir eigentlich am liebsten, aber der ist gerade noch nicht ready wieder. Irgendwie braucht die Fischer länger als der Krobschmied, oder? Ich weiß es nicht, Digga. Verstehe ich auch nicht, was der Fischer mit der Kohle will, außer Fisch zu braten. Digga, springt. Kann uns ja eigentlich egal sein, ne? Hier ist der Krobschmied. Digga, nehmt doch meine Kohle. Digga, wo sind die Restaurer-Bande? Irgendwie sind das wirklich irgendwie so 12 Leute weniger mittlerweile. Digga, wieso hast du diese eine, die ich... Ach so, ne. Doch, hast du. Warum hast du deine Diamanthake, die ich gekauft habe, in diese scheiß Kiste getan? Ja, was will ich mit der? Damit kannst du zu Hause anbauen. Wenn wir Felder machen wollen, dann müssen wir uns dann keine mehr craften. Was denkst du, warum ich die gekauft habe? Keine Ahnung. Ich gebe so dafür Dinge aus, damit du die einfach wegwirfst. Alles klar, Digga. Ja, Standard. Jetzt weiß ich, wie du damit umgehst, was man dir schenkt, Alter. Immer. So, es wird nochmal Nacht, da können wir nochmal schlafen und danach kann der Krobschmied nochmal und dann sind wir auch durch für heute. Perfekt. Also ich schneide dann letztendlich, glaube ich, noch 3, 4 Videos oder so. Ja, ich sollte heute eben auch noch ein bisschen schneiden. Naja, Nachtschicht halt. Ich meine, gut. Ich habe halt oh, fuck. Nee, wen hast du umgebracht? Nein, Fischer. Nein, der Krobschmied ist jetzt teurer bei mir. Ja, aber... Digga, jetzt zahle ich anstatt ein für die Sichel, zahle ich jetzt 28, Alter. Ja, moin. Abgehoben. Ich habe den halt mitgehittet aussehen. Ja gut, ich zahle jetzt anstatt 15 Kohle 18 halt, aber das ist auch egal. Ja gut, ja. Er ist trotzdem so, lass uns kurz schlafen gehen, vielleicht vergisst das dann nochmal. Ja, ja. Die überdenkt das nochmal alles ganz genau. Okay. Ich hatte außerdem ein Emerald-Schwert in der Hand. Diese scheiß Schwungkraft hat das halt echt rasiert. Okay, so, warte mal. Ich hab ihn einfach rausgegeben. Also ich lieg schon im Bett. Geglitscht, ja, ich auch. Das ist gut. Vorteilhaft, ne?
So, du kannst noch nicht handeln. Wo ist der Grobschmied, den ich ein bisschen grob behandelt habe? Da ist ein Grobschmied. Aber der tradet noch nicht. Bei mir zahlt er immer noch 11. Aber da will er noch. Dann gebe ich dir aber die 11. Kohle. Okay. Aber jetzt halt die 18. Gib mir so Money from the Kasse, Alter. Ja, erst wenn wir wieder handeln, kann ich suche ja mittlerweile noch die anderen. Oder? Ja, gute Story. Ah, hier oben ist einer. Bei dem zahle ich auch nur 6, aber der mag auch nicht wieder. Wunderschön. Da hinten rennt am Arsch der Heide auch noch einer rum, Alter. Der wird jetzt auch erst nochmal angequatscht hier. Du wirst doch bestimmt handeln. Nö. Ist das ein Nichtsnutz? Nee, ein Fischer. Fischer. Hä? Wieso will denn der Fischer jetzt auch 13 anstatt 10 von mir? Ja, ich glaube, du hast die einfach verärgert. Sie haben einfach gecheckt, dass sie abgezockt wurden. Ich hab den doch nur um 2 Stacks Emeralds gescampt. 2,5. Wo ist denn der Kropfschmied hin? Keine Ahnung, der hat sich verpisst halt. Hier ist eine Höhle, sie sagt bloß, die sind hier reingerannt, wie die Deppen, Alter. Nee, bestimmt nicht. Die haben doch Angst da drin. Hier ist ein Drache. Sicher? Irgendwo. Ich habe auf jeden Fall den Sound dafür gehört. Aber ich glaube, das machen wir besser in einer anderen Folge. Ich glaube auch. Sonst geht diese Folge nämlich so 10 Jahre. Aber egal. Ich habe kurz Kohle abgebaut. Chillig. Ja, wir haben halt ein bisschen wenig, ne? Nee, haben wir nicht, aber ich suche gerade eher die Villager, die handeln wollen. Ja, die sind jetzt umgezogen halt. Wo ist der scheiß Kropfschmied? Jetzt ist er wieder hier drin. Der will immer noch nicht handeln. Was ist denn das für ein Kick? Ja, du bist ein Kick. Ich habe meine Story immer noch nicht erzählt, was ich erzählen wollte. Ich habe auch schon einen Plan, wie ich das schneide. Der Schmied. Ach, der Kopfschmied wieder, ja. Muss es genau in dem Moment jetzt passiert sein. Ja, hier hinten, die wollen alle noch nicht. Der hier will auch noch nicht. Ich komme zum Kopfschmied und gebe dir gleich die Kohle. Wo bist du? Beim Haus vom Kopfschmied? Ja. Okay. Hyper intelligence. So. Was war das denn für ein Move? Ne, der kommt jetzt nicht mehr raus. So, ich gebe dir mal kurz hier die Kohle hier hinten und ich mache noch kurz neue. Handel das erstmal, ich mache kurz neue. Warte hier. Nochmal ein Stack. Irgendwo oder was ist? Ich bin fast Level 40. Level 22. Brauchst du noch mehr? Kann er noch mehr? Ja, er kann noch. Da geht noch was. Okay, jetzt unsere letzte Kohle. Er hat fast alles verbraucht. Wie viel hast du noch? 36. Die heben wir auf. Okay. So, gib mir mal alle deine Smaragde, die du jetzt hast. 22 hier. Da haben wir jetzt 2 Stacks. Und 42 Smaragde. Ja, moin, Leute. Ja. Easy. Und ich bin Level 39 und 3 Viertel, Alter. So, das wollte ich hier so. Weiß okay. Nicht, wie es bei dir aussieht. Mach mich hier beim Kopfschmied. Warte mal. Nee, Amot. Bevor wir beenden. Ja. Was machst du denn? Kurz Blöcke holen. Geh mal zur Seite. Wow. Mein Screen. Yeah. So, ich habe den Villager kurz eingeknastet. Perfekt. Denn da ist der Safe und die Sache ist halt so, wenn hier Leute kommen, ist der halt dahinter.
Und der kann halt nicht wegrennen und ja. Perfekt. Safety first. Ja, die Sache ist, wenn jetzt andere Leute währenddessen wahrscheinlich wieder auf dem Server sind, währenddessen wir nicht drauf sind, dann ist es unpraktisch. Aber ich würde aus dem Haus rausgehen. Okay, Digga. Wobei, wir können ja eben im Haus uns Drahtmod machen. Ja, dachte ich immer auch, hier ist so cool. Das hat man kurz nicht gehört. So Leute, das war's mit der Folge. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Zusehen. Schaut unbedingt bei Mein King vorbei und bei unserem tollen Grobschmied. Und wobei schaut lieber nicht bei dem vorbei. Ansonsten bringt ihr den noch um. Der Arme hört den die ganze Zeit arbeiten. Der hat gar kein Bett dahinter, aber egal. Ist ja uns egal. Wir haben jetzt unseres Markte. Entspannte 2 Stacks und 42. Let's go. Das ist und wichtig. Dann würde ich sagen, Leute, haut rein. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Nasty is us around working for it all. Other dudes can have it quick. Easy come, easy go. Miss me with that slack of shit I spit. Like I had a list. Rap game, Fallon shit. Life could be easy if you know how to balance it.